ich bin letzter, also echt? Ich muss mal sehen. Ja, ich hab's ja noch. So, ich glaube, ich habe irgendwie am Anfang ein bisschen lange gestanden. Ich glaube eher, man kann es nicht gedrückt halten. Ne? Was kann man? Ich glaube, man kann es nicht gedrückt halten. Man kann es, man muss in dem Moment, wo grün ist, quasi erst drücken. Wie, was drücken? Gas geben. Also, beschleunigt. Der ist irgendwie stehen geblieben dabei. Aber ich könnte mich irren. Ich glaube, die haben mich schon überrundet oder so. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Von der Positionierung her. Weißt du das? Nein. Du hast mich gerade überholt. Echt? Oh. Guck mal, ich bin noch in der letzten Runde. Oh, okay. Das ist ja scheiße. So schnell. Ja, weiß ich auch nicht, irgendwie überkam es mich. Naja gut, das war jetzt gut aufgeholt. Also Ranked Out heißt 25 Sekunden länger gebraucht. Ich bin jetzt Pussy, gibt's? Ich bin letzter? Achso, bei dem. Ich hatte noch die blaue Uhr eingesammelt. Aber das ist jetzt nicht insgesamt, oder? Track Resist. Nee. Das wäre ich ja noch. Wieso? Achso. Ich glaube du oder Player One bin ich, ja. Nicht Shift drücken, dann rot. Oh. Ach, jetzt okay. Ja, ich wollte das ein bisschen ausgleichen. Da bist du Handbag, ne? Ich bin Handbag, ja. Ach, das sind die insgesamt jetzt, ne? Ragi ist ja erst. Irgendwie schon, ja. Das war ein bisschen blöd mit dem Shift. Oh. Interessantes Level. Santa Track. Wieder einmal motiviert durch Musik. Wieso bleibe ich stehen? Du musst, wie ich gerade sagte, nicht die ganze Zeit halten. Nicht gedrückt halten. Nein, ich hab's probiert, also nur im Grünen. Also noch. Oh nein, ich habe eine rote Uhr. Hier. Das ist wieder scheiße. Aua. Die haut mich eine Katze. Ich glaube, ich lose hier gerade ein bisschen ab. Ja, wer nicht? Du. Oh. Ja, ja. Das war fast schon frustend, das. Ich hätte mir doch langsam einstellen müssen und nicht schnell. Ja. Oh. Du hast so gute Reaktion. Oh, ich bin nicht in das Loch gefallen. Hast du die blaue Uhr eingesammelt? Oh. Die blaue was? Die blaue Uhr? Nee. Ich finde sie gerade nicht. Wahrscheinlich. Oh. Komm, siebter wäre ich. Was ist denn diese Zaubermütze oder sowas? Gute Frage. Du lächelst ja schon wieder im Loch gelandet. Das ist ja ganz schön kaputt. Hä? Frustrierend ist das. Ich bin jetzt zweimal hintereinander letzter geworden. Das, so frustrierend kann es eigentlich sein. Zeugt für. Naja, obwohl. Aber von der Zeit her war ich fast. Naja. Tja. Das heißt jetzt,
Dieses Ranked Out heißt immer, dass man keine Punkte macht, oder? Kriegt man da überhaupt Punkte, wenn man... Hier ist ein Bonus, 4.000, 40.000, aber... Ach, der erste kriegt... Vor allem Ragi hat schon wieder gewonnen. Aber es kann sein, dass ich... Toll, jetzt stehen da zwei... Leere... Echt? Wir müssen das nochmal spielen, das ist ja echt wahr. Einer von uns muss gewinnen. In diesen, Siebter und Sechster. Ist das jetzt die insgesamte Position? Also machst bei Grün, oder? Bei Grün jetzt. Diesmal war ich sogar schon wieder auf dem falschen Match. Du musst die Zeit jetzt zurückgegangen. Ich hab irgendwie mit einer Rakete geschossen. Der Brücke, der war. Ich hab halt den. Ich hab halt den Zauberhut benutzt. Und ich blinke so, oder blinkte so. Die rote Uhr zählt die Zeit zurück, oder wie war das? Die rote, da kriegst du mehr Zeit auf dem Buckel. Toll. Mann, hau doch mal ab! Frosch nochmal? Gute Frage. Scheiße. Ach, das ist so ein Torbo. Ah. Oh. Ich nehme an, das war's gut. Ich glaube nicht, dass... Ah, ey, dieses Loch. Ich glaube nicht, dass... Computergegner irgendwie schlau irgendwas benutzen davon. Also das ist ja, die fahren einfach nur durch. Mhm. Das sind halt Hindernisse. Ja, eigentlich schon. Ja, kann man nicht so sehen. Ja, das steht. Na komm, wir werden. Das ist halt ein bisschen Rennstimmen. Aber das Blöde ist halt, dass sie auch nicht in die Löcher fahren. Das ist natürlich simpel. Ja, das ist schon ein bisschen anstrengend. Hat jetzt einer gewonnen? Das ist ein bisschen anstrengend. Aber wir machen mal ruhig das durch. Aber war da echt ein leeres Feld bei dem Eintrag einmal? Ja, ja, nee, ja, wir haben beide... Ja. Vierter. Du bist Zweiter, ne? Das kann eigentlich sein. Doch. Von den Points, nicht von den... Von den. Naja. Ja, ich sammle ja auch immer diese Gold Münzen auch. Mhm. Geht's noch? Last Track. Du hast halt, ich weiß nicht, ob es an der Steuerung liegt oder... Last Track? Mhm. Okay. Gib alles. Oh mein Gott. Ein lila Boden. Warum das? Das ist eine sehr gute Frage, dass ich nicht irren. Was? ich bin draußen. Warum? Das muss mir nochmal einer erklären. Ach, du kannst auch drüber spielen. Aber warum bist du draußen? Ich weiß nicht. Na, ich will sie gar nicht weiterspielen. Na gut, okay, vielleicht. Ja doch, spiel mal ruhig durch. Na, falscher Weg. Der ist eigentlich total langweilig. Winze. Mhm. Vielleicht ist Wacky Wheels doch besser. Ja. Ich kapiere das nicht. Ja, egal. Ja, gut, dann haben wir es fast durchgespielt. Ach ja. Oh, das war ein tolles Geräusch. Habe ich jetzt Retry gemacht? Ja, du hast Retry gedrückt. Exit. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Scunnycard Australia Cup.
Noch einmal ein paar Eindrücke vom Spiel. Ein paar letzte Eindrücke. Das nach vorne, ne? Naja. Ja, was es ist eigentlich lustig, aber ich glaube, wir waren gerade nicht so in der Stimmung. Nicht so richtig. Also du warst auf jeden Fall Zweiter. Ja. Damit verabschieden wir uns und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das Spiel dann doch mal. Ich frage mich, wie man am Anfang am besten losstartet. Also das ist übrigens langsam, glaube ich. Die langsame Geschichte. Genau. Das wäre vielleicht besser. Das sind halt weniger Frames als normal. Gut. Naja. Ich hatte. Kennst du das eigentlich, das Game? Nee. Nee, also du hast. Ich hatte es früher gespielt und ich fand es früher irgendwie amüsant, aber gut. This is not a shareware game, please don't distribute it. Blablabla. Genau, denkt immer dran. Denkt immer dran. Warte mal, die Credits? Was sind die Credits? Hannes Seifert hat die nette Musik gemacht, leicht melancholisch. Oh ja. Thanks to Jacques Mutier. Und anderen. Copysoft ist das, VGA 7. Alles Copyright natürlich. Wir sollten Hannes Seifert mal googeln. Programming. Oh, Entschuldigung. Nee, mach mal aus. Tschüss.